bin nun circa 100 Kilometer in dem Hoka Mach X2 gelaufen. Echt ein guter Schuh, das ist ja diese Kürzung der Kategorie Hybridschuhe. Ist jetzt kein reiner Wettkampfschuh, aber auch kein reiner Trainingsschuh. Fühlt sich echt leicht an. Das ist deutlich leichter als die Adidas-Variante und die Nike-Variante. Und ich bin jetzt diese Woche meine erste Laufeinheit mal wieder auf der Bahn gelaufen. Habe 6x1000 gemacht. Schön bis zum letzten hin gesteigert. Und der Schuh hat sich echt verdammt gut angefühlt. Man rollt gut ab. Man drückt es genau ein bisschen so Richtung Vorfuß. Was mir ja in letzter Zeit echt gefällt. Das machen ja recht einige Schuhe mittlerweile. Genau, der Halt in dem Schuh ist echt gut. Was mir auch gefällt bei dem Hybridschuh, viele polstern ja hier hinten die Fersenkappe dann doch recht arg aus. Das ist hier wie bei einem Top-Wettkampfschuh, also keine Fersenkappe groß, schön dünn. Genau, Schnürsenkel sind jetzt nicht optimal lightweight, aber wie gesagt, ist ja ein Hybrid. Genau, das Dämpfungsmaterial hier und hier ist unterschiedlich. Ich denke, das ist mein erster Hoka, aber ich denke, das hier wird der Pro-Schaum sein, fühlt sich auch und man spürt, dass der ziemlich ähnlich ist zu den anderen Herstellern. Zum Zoom X würde ich sagen, ist der sogar ein bisschen weicher. Genau, und hier hinten das Material, das jetzt hier ihr in Gelb seht, ist eher so vergleichbar mit dem Zoom X vom Härtegrad, würde ich sagen. Genau. Und verbaut ist ja eine Kunststoffplatte. Verzeiht mir, der Schuh ist ein bisschen dreckig. Wie gesagt, ich habe ungefähr 100 Kilometer da drin schon gemacht. Aber ich bin echt zufrieden. Habe auch schon einen 25er, meine ich, damit gemacht. Auf Schotter und allem. Und der Schuh hält echt gut. Also den kann man auch im Wald, bisschen auf Trails oder so, auf Abwegen nutzen. Genau. Und echt ein guter Allrounder für jemanden, der sagt, hey, ich brauche einen neuen Laufschuh oder ich will nicht, keine Ahnung, drei Laufschuhe haben oder zwei, sondern ich brauche eigentlich nur einen, mit dem will ich Wettkämpfe machen und sagen wir mal, ich laufe dreimal die Woche und das wird dann mein einziger Schuh, den ich habe. Dann würde ich den meisten Leuten einen Hybrid empfehlen, die dann auch leistungsorientiert ihre Wettkämpfe machen wollen. Und da ist der definitiv eine gute Wahl. Sieht auch optisch cool aus. Hier ist das Hoka in diesen schimmernden Regenbogenfarben von der Passform. Echt gut. Die Zunge ist hier auch wie so an einem Sockel so angenäht an der Seite. Machen mittlerweile ja die meisten Hersteller. Vorne würde ich sagen, im Zehenbereich ist schon ein bisschen knapp. Von der Höhe her, auch von der Breite ist er definitiv echt ordentlich und echt ein Schuh, den man definitiv empfehlen kann. Vergesst nicht den Link in meiner Videobeschreibung, da könnt ihr ja mal schauen, ob der Schuh was für euch ist. Also, Servus, danke fürs Anschauen, ciao!